Böse Zungen könnten sagen, das, was an den Aktienmärkten derzeit passiert, ist doch ziemlich fade. Es geht kaum was nach vorne, es geht kaum was nach hinten. Kein Wunder vielleicht angesichts der wichtigen Ereignisse, die jetzt anstehen. Wir haben morgen die FED-Sitzung, wir haben morgen die Befragung der großen Tech-Unternehmen respektive ihrer Chefs und wir haben natürlich dann am Donnerstag die großen Zahlen der US-Konzerne. 4 Stück werden da von den ganz, ganz großen 5 berichten. Also das ist deutlich mehr als die Marktkap oder die haben mehr an Marktkapitalisierung als Deutschland an BIP. Also kein Wunder, dass man im Vorfeld dieser so wichtigen Entscheidungen erstmal sein Pulver trocken hält, wartet, was da kommt. Dagegen Silber und Gold bei den Metallen, da steppte der Bär, da ging es massiv nach oben heute Nacht, dann heute Morgen steil nach unten und dann wieder die Erholung. Also man hat so ein bisschen das Spielfeld jetzt verschoben in die Edelmetalle. Und sagt sich, okay, wir warten bei den Aktienmärkten erstmal ab. Das sieht man zum Beispiel bei den folgenden Zahlen. Raten Sie mal, was das ist. 12.838, 12.838 und 12.835. Das sind die DAX-Schlussstände vom letzten Freitag, vom Montag und von heute auf Xetra-Basis. Also eine 3-Punkte-Sprung innerhalb von 3 Tagen. Das ist allerhand. Da ist also gehörige Volatilität dabei. Da muss man sich fast festhalten, ein bisschen mehr ist Intraday dann doch passiert, der DAX mal nach unten heute Vormittag, aber eben auch nicht so wirklich. Es ist, nicht wirklich Hochspannung garantiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Aber ich habe eine richtig gute Nachricht, meine Damen und Herren, nämlich, dass in den USA 85% der bisher berichtenden Unternehmen aus dem S&P 500 die Erwartungen geschlagen haben. Das ist doch großartig. Sagt uns das jetzt wahnsinnig viel über die Güte dieser Zahlen? Das wollen wir uns mal mit folgenden Grafiken abgleichen. Hier sehen wir das Gewinnwachstum der eben berichtenden Unternehmen. Da sehen wir, es gibt eine einzige Branche, die jetzt mehr Gewinne macht, wenn gleich auch minimal, als zuvor. Das sind Utilities, Versorger, also diese hochspannenden absoluten sexy Aktien aus dem Energie-, Wasserversorgung, Stromversorgung etc. Dagegen sonst alle anderen mit Rückgängen bei dem Gewinn. Dementsprechend ist das eben einfach nur eine Frage, wenn 85% der Unternehmen, die berichtet haben, die Erwartungen geschlagen haben, dann ist das nur eine Aussage darüber, wie weit die Erwartungen vorher gesenkt wurden und nicht die über die Güte der Zahlen. Beim Umsatz dieser Unternehmen sehen wir auch ganz wenige Branchen nur mit Zugewinnen. Healthcare, also der Pharmasektor, wenn man so will, Information Technology, ganz bisschen. Am schlimmsten hat es Consumer Discretionary, Industrials, also Industriewerte und Energy erwischt. Also der ganze Energiesektor, der ist davon am stärksten betroffen. Aber die Aktienmärkte, die haben sich gesagt, naja, nicht so schlimm, wir haben ja Schlimmeres befürchtet, also ist das wiederum ganz gut. Wir sehen aber, dass die meisten Aktien eben nicht wirklich mitkommen. Wir sehen, dass beim S&P 500 weniger als 50% nach wie vor der Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Es sind also die großen Player, die großen Aktien, die das Ganze hier nach wie vor halten. Dementsprechend kommt eben den Zahlen am Donnerstag so extreme Bedeutung zu. Allein in dieser Woche ja 37%. Der S&P 500 Unternehmen mit berichten. Wir haben nach wie vor natürlich eine Spitzenstimmung im Nasdaq. Das sehen wir am Put-Call-Ratio, also an dem Verhältnis zwischen Puts auf den Nasdaq und Calls auf den Nasdaq. Und da sehen wir, da sind wir so niedrig wie seit eigentlich noch nie, um ehrlich zu sein. Das heißt, niemand hat das Bedürfnis, sich abzusichern. Heißt nicht, dass die Geschichte dann am Freitag short geht oder am Donnerstag nachbörslich, wenn dann die Zahlen gekommen sind. Aber wenn das passiert, dann gibt es da in jedem Fall sehr, sehr wenig Absicherung. Und interessant ist, dass hier eine Analyse gezeigt hat, dass eigentlich die Tech-Werte nicht gut performen sollten, wenn der Dollar schwach ist. Und genau das haben wir ja derzeit. Dagegen sind Materials, also Aktien aus dem Materialbereich, eigentlich die erste Wahl, die performen dann besser. Wir sehen, dass es nach wie vor die Retail-Investoren sind, die richtig auf die Pauke hauen. Es ist es so, ich hatte immer wieder auf diese Retail-Investoren hingewiesen, die machen im Aktienbereich nur 1% aus, also eine vernachlässigbare Größe. Bei Silber dürfte das schon ein bisschen anders ausschauen, weil der Markt sehr, sehr eng ist. Das ist kein wirklich großer Markt.
Gold schon deutlich größer. Und wenn da einige Privatzocker, einige Robin Hooder auf den Kaufknopf drücken, dann kann das durchaus was ausmachen eben. Aber wir sehen, dass die Aktivitäten hier dieser Privattrader massive zugenommen haben und es sind diejenigen, die offenkundig in Kauf nehmen, dass die Bewertungen ein bisschen hoch sind. Wir haben jetzt ein S&P 500 Forward PE Ratio, also Price Earnings Ratio, Gewinn pro Aktie von über 26, war nur in der Dotcom-Blase ein bisschen höher. Aber die Amerikaner werden ein bisschen skeptischer. Wir haben heute die Verbraucherstimmung des Conference Board gesehen. Schlechter als erwartet und vor allem schlechter in den Staaten, die von dem Coronavirus besonders geplagt sind, also südliche USA, Florida, Kalifornien, Texas. Da ging es nach unten. Die aktuelle Lage wird sogar besser als erwartet eingeschätzt, aber die Zukunftskomponente, die Hoffnung, die schwindet. Das sehen wir hier relativ deutlich. Da geht es doch relativ klar nach unten. Also muss die Politik jetzt retten. Und hier ist meine Aufstellung über das, was die US-Demokraten fordern. Wir hatten ja gestern schon den Vorschlag der Republikaner. Die sagen, okay, $200 statt bisher $600. Jeder kriegt dann praktisch, oder jede Familie kriegt praktisch einen Scheck über $1.200 und noch ein paar andere Geschichten. Aber wir sehen, dass vor allem die Demokraten da ziemlich weit noch entfernt sind. Und das ist eben auch ein entscheidender Punkt, A, für diese Retail-Investoren, ob die wirklich das Geld noch haben, dann weiter zu zocken. Das ist sehr, sehr wichtig für die Stimmung. Wir sehen, dass vor allem die Demokraten fordern, dass die US-Bundesstaaten mehr Geld bekommen, dass essentielle Arbeitnehmer, also wichtige Arbeitnehmer, die in zentral wichtigen Bereichen für den öffentlichen Dienst arbeiten, mehr Geld bekommen und so weiter, dass die Food Stamps erweitert werden, also die Essensmarken etc. Also man ist da noch sehr, sehr weit auseinander. Das wird sehr schwierig sein, das noch zu kitten, bevor man in die Sommerpause geht im US-Kongress. Und kommen wir abschließend nach Deutschland, Wirecard. Da soll der Betrug schon bereits, wie heute das Handelsblatt berichtet, vor 15 Jahren begonnen haben, wie ein ehemaliger Manager berichtet, der das Unternehmen dann verlassen hat. Der sagt wörtlich, warum griffen die Behörden da nicht ein? Ich kenne niemanden, der über einen so langen Zeitraum ein so lineares Wachstum gezeigt hat wie Wirecard, außer Bernie Madoff. Und das bringt einiges auf den Punkt, aber man wollte das nicht wissen, man hat weggehört. Und so haben wir unser schönes Desaster. Schauen wir uns mal die hochinteressanten Charts an, meine Damen und Herren. Wir sehen den DAX bei 12.827 in den Charts von Capital.com. Wie gesagt, wir sehen schon ein bisschen Bewegung. Wir sind gestern mal oder sind heute Morgen sogar über 12.950 gestiegen, dann auf 12.750 gefallen, aber in der Summe hat sich eben nicht wirklich etwas bewegt. Der Nasdaq heute ein bisschen bewegter, etwas schwächer, der schwächste der Indizes, nachdem er gestern ja auch starke zulegen konnte. Ansonsten nicht wirklich viel Bewegung an den Aktienmärkten, wohl aber bei Gold, das sehen wir hier 1980 heute Nacht, dann runter auf 1906. Und dann wieder rauf auf 1955. Also da tut sich was. Da tut sich auch was bei Silber, das noch krasser unterwegs war. Da sind wir heute Nacht gewesen über der 26er-Marke, sind dann gefallen auf 22,25. Innerhalb von 10 Minuten 10% verloren Silber, um dann wieder zu steigen. Also das sind extreme Bewegungen. Abschließend noch der Euro-Dollar, der sich hier über der 1,17er-Marke halten kann. Die ist immer wieder verteidigt worden. Das könnte jetzt sozusagen ein Boden sein. Wie gesagt, der Dollar ist das große Thema. Es sind die Edelmetalle das große Thema. Der Aktienmarkt, der tritt eigentlich auf der Stelle. Über den ist nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Vor den wichtigen Ereignissen morgen, wie gesagt, die FED-Sitzung mit den Aussagen von Jerome Powell. Alles bei finanzmarktwelt.de. Am Mittwoch dann eben die großen Chefs dieser Tech-Unternehmen und am Donnerstag der alles entscheidende Tag. Bis dahin werden wir wahrscheinlich irgendwo uns so daherhangeln und uns langweilen, um ehrlich zu sein. Aber das darf man natürlich als Kommentator nicht sagen, gell? Also jetzt wünsche ich das Allerbeste. Servus und ciao.